Ja, mein Lotz, was geht? Gar wieder hier am Start. Wir spielen Rage 2. Ich habe gerade Feierabend und denk mir so, ja, ne? Eigentlich wollte ich ja gestern spielen. Gestern kam es aber erst so gegen 1 raus. Musste dann nochmal downloaden und das war mir einfach zu heftig. Deswegen hauen wir es jetzt raus. Deswegen erstmal hallo und willkommen an alle, die da sind. Unknown Strichmännchen, JB, Duzi Duzi, Jen und BH sind schon am Start im Chat. Hallo, grüße euch. Natürlich grüße ich auch jeden anderen, der nicht im Chat da ist. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Dienstag gehabt. Heute ist Dienstag, oder? Ja, Dienstag. Und ja, und an die, die Schule oder Arbeit hattet, ihr hattet hoffentlich einen geilen Tag gehabt. So, Livestreaming, Rage 2. Bin gespannt, ich habe es heute so einmal so ein bisschen angezockt, um einfach nur herauszufinden, was genau mich da erwartet, ob ich überhaupt Bock auf das Spiel habe und so weiter und so fort. Ist ja mal was ein bisschen was anderes, einfach ein bisschen abgedreht, aber hey, schlecht war es nicht. Ich habe so 10, 15 Minuten angespielt, habe die ganze Story übersprungen, einfach nur um zu gucken, wie es ist, wie das Gameplay ist. Habe natürlich schon Grafik alles eingestellt, Tastatur habe ich auch ein bisschen umgestellt und wir starten jetzt ein komplett neues Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad. Halbtraum? Ah ne, komm, lass mal normal. Who cares? Wir wollen ja unser Rattenspiel auch spielen. So, Bot ist an, hoffentlich. It's currently... Oh ja, up, time up. Hallo, BH. Ich hoffe, jetzt kommt das Knacken weg. Ich hoffe es. Sehr merkwürdig. Das Popcorn ist weg. Sehr geil. Dankeschön. JB, vielen Dank, dass du es gesagt hast. Keine Ahnung, was es war. Aber es ist weg. Gut, dass ich den Chat nebenbei gelesen habe. Was zum Teufel ist da draußen los? Nichts Gutes. Also ausgerüstet und los geht's. Moin, Prinz. Ich hoffe, das bleibt auch weg. Mein Mikro? Nein. Das war nicht mein Mikro. Das war... Selbst. Ich teste nur, ob es wirklich weg ist. Glaubst Abendchor. Du, das ist eine Übung? Klingt nicht danach. Das ist bestimmt keine Übung. Wir sollten los. Ich hoffe, das ist wirklich weg. Ich warte nur, bis hier Gameplay auftaucht. Okay, ist weg. Wunderbar. Nice, Jimmy. Dankeschön. Und, wie, ey, ungelogen auf der Arbeit. Ich hab... Boah, ne? Ich hab... Ey, nur an Destiny gedacht. Sowas von Bock gehabt.
Was ist das? Core, ich irgendwie. Komm schon, Walker, wir müssen los. Schnapp dir deine Ausrüstung. Ich hab's mir aus Spaß geholt, ganz ehrlich. Einfach nur damit wir was haben. Weil wir in letzter Zeit ja eigentlich nichts mehr wirklich hatten, was Games angeht. Also auf meinem Kanal, was Livestream angeht. Und da hab ich mir gedacht, komm, Days Gone hast du durch. Haust dir mal das Game rein und noch dieses Rattenplagen. Plague Tale, glaube ich, heißt es oder so irgendwie. Die Jen hat's 100 Milliarden Mal aufgeschrieben. ja. Das Game habe ich auch noch geholt gehabt. Das Game werde ich auch dann noch lassen. Deswegen werde ich hier rushen wie ein Weltmeister. Lily, mehr Familie hatte ich nie. Wir wuchsen hier in Wineland auf. Ihre Mutter ist ein echter Drill Sergeant. Ich bin eine Waise. Ich habe keine Mutter. Aber davon gibt's noch jede Menge mehr. Ich sage dir, das hier ist es. Gut. Dann machen wir sie platt. Ah, gut, dann machen wir sie platt. Los geht's. Also platt hauen. Moinsen, Dr. Gonzo, wie geht's dir? Jen, ich werde den Namen nie lernen. Plattel, die Rattenplage. Was, holst du dir auch das neue Gold? Ja, das auf jeden Fall. Dazu werden auch, dazu werde ich auch demnächst mal ein paar Videos machen, weil ich sag's euch ganz ehrlich, Wildlands habe ich wirklich sehr gesuchtet hier so als Let's Play damals gemacht halt, ne? Ich werde Ghost Recon Breakpoint, also was ich so gesehen hatte, sammle Flattierzellen von besiegten Gegnern, um Gesundheit zu regenerieren. Dankeschön. Was hast du viel Schaden erlitten? Dann hast du halt viel Schaden erlitten. Los, verdien ach du Scheiße. Lecker Monster. Breakpoint sah einfach geil aus, ganz ehrlich. Breakpoint sah wirklich geil aus und ich hab Bock auf das Game. Allein weil es so taktisch ist alles. Ich hab's auch schon mit Lippe geredet, also mit meinem Mate, den ich mal zocke, der hat's auch gesagt gehabt. Digi, Alter, Oktober, ne? Ist unser Monat. Die Story interessiert sich nicht wirklich. Ja, die Story soll nicht so gut sein. Ich lasse jetzt einfach mal wegen Livestream laufen. Ich selbst habe ja heute Morgen einmal angezockt. Da hilft doch kein Defi mehr. Und da habe ich auch alles übersprungen. Jetzt hängt alles von mir ab. Fuck. Mom killt dich, wenn du mit der Ranger-Ausrüstung rumspielst. Ja. Aber da steckt immer noch reichlich von Jersey drin. Ja, das ist unsere einzige Chance. Moin, Bambusratte. Oh, yeah. Das ist noch besser, als ich dachte. Ja, yeah, Mann. Die Waffe her. Yeah. 2 Stunden lassen durch. Er saß schon Auto und alles gehabt. Was ist jetzt los? Drücke Q inzwischen zuletzt. Ja, okay. Ich wohl alleine. Bin unterwegs. Der Wingstick ist. Oh, ist ja gut jetzt. Setzlos Granaten fügen, hast du nicht gesehen. Mom hat dich so lange wie möglich von dieser Rüstung ferngehalten. Ja, bei uns in Ruhe wird auch nicht. Nein, was? Geht mal. Ohne gar nicht. Nanotriten-Scheiße wäre ich definitiv und der Ranger geworden, der jemals vereidigt wurde. Thank you.
Wildlands hat wirklich Spaß. Ich bin ehrlich, ich habe bei Wildlands nicht die Dings gespielt gehabt. Na, wie heißt? Die DLCs. Ich habe nur damals halt komplett, aber wirklich komplett durchgeballert. Übel Spaß gemacht. Wegen Breakpoint, denke ich mal, wird auch Spaß machen. Denke ich mal. Denk daran, was sie uns auf der Akademie über die Ranger-Rüstung erzählt haben. Zerfetzt deine Feinde, sobald der Overdrive aufgeladen ist. Heilige Scheiße! Heilige Scheiße! Himmelarsch nochmal! Tausend Headshots hier. Das sind halt viel zu viele Powers. Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, ey. Moin, moin. Schon Gesabbel. Moin sind schon mal gar nicht. Oh, Bambusratte ist traurig. Warum das denn? Was braucht die? Hallo Alienware! Die Kanone braucht Muni! Munition! Los, los, los! Mobben tut nur der Bot. Du, sieh sofort nach Ranger Jersey! Liebe alte Tante Prowley, ruhmreiche Kriegsheldin, Ranger und Vorbild besonders für Lily. Hallo Rufus! Sie nahm mich auf, als meine Eltern starben. Die härteste Mutter, die ein Waisenkind haben kann. Melde mich zum Dienst! Zu mir! Das ist Jerseys Rüstung. Aber es ratcht mir hier zu wenig. Hier könnte ein bisschen mehr Action sein, finde ich. Wenn du seine Rüstung anlegen kannst, kannst du auch seinen Job machen. Ja, Mann. Das zur Hölle. Oh, cool. Ganz kleiner. Der hat ganz viele Fruchtzweige gegessen. Das ist Fruchti. Ab heute ist der Fruchti bei mir. Unmöglich. Oh, was ist das? Der könnte tot sein. General Cross? Oh mein Gott. Weiter schießen! Ekelhaft. Käme der ersten Generation. Tötet alle anderen. Wenn ich den jetzt General sehe. Cross, der fiese Anführer der fiesen Obrigkeit. Unser Albtraum wie aus einer Gruselgeschichte für ungezogene Kinder. Keine Ahnung, ob Prowley sie nicht mehr alle hat. Oder ob es stimmt. Aber wenn es stimmt, dann wird er sterben. Du Verdammter. Bleib zurück. Ich sag's gleich. Das ist ein direkter Befehl. Pass auf! Loslassen, du Bastard! Die Story ist echt scheiße. Muss man wirklich sagen, die ist alles andere als gut. Bis jetzt. Armschuss. Das sieht aus wie der hässliche Bruder von Thanos. Ja, kann sein. Prowley. Rage-Mode. Der erinnert mich irgendwie an Sonic, den Boss. Das Spiel Sonic kennt ihr ja, ne? Wie hieß dieser so Doktor? Ich wollte, Jim Carrey spielt den jetzt. Kisten verschonen für Experimente. Aber für dich mache ich eine Ausnahme der guten alten Zeiten willen. Was ist das? Eggman, ja, Mann, Dr. Eggman, Dankeschön. Dank versagen, ja, einst mein Leben gerettet. Destiny and Forsaken. Ja, das ist ja auch Destiny and Forsaken. Mensch, hieß das nicht? Ich bin gerade am Looten. Dankeschön, Alienware. Ach Mann, was wäre ich nur ohne dich? Dann ändern wir das doch mal zu. Vielleicht geht ein bisschen Starthilfe. Gut. Starthilfe? Nicht ein Auto oder was?
Rage 2 und was nennen wir das andere? Live. Fertig. Ja, danke. Du. Aber deine tolle neue Rüstung brauchte Saft. Tolle neue Rüstung auf der Saft. Alles klar. Das ist alles? Mehr ist nicht übrig? Etwa 20 Überlebende. Wir durchsuchen noch die Ruinen. Ich sah Crowley. Es war General Cross. Er... Hilflos, ja, das kann sein, dass ich hilflos wäre. Meine Mutter. Er hat sie getötet. Keine Ahnung wie. Aber wir stoppen sie. Und dann breche ich diesem faltigen Wichser persönlich das Genick. Hat eigentlich eh keiner Bock von euch auf den neuen Sonic-Film? Ich meine, außer dass Sonic da ein bisschen merkwürdig aussieht. Aber das soll ja geändert werden. Jetzt ist sie da. Und wir müssen etwas gegen sie tun. Mom wusste, was zu tun ist. Die Ranger auch. Warte mal. Sie haben ihre Daten, ihre Protokolle im Presidio gespeichert. Der Ranger KP? Spinnst du? Da kommen nur Ranger rein. Sieh mich an, Lily. Ich bin der letzte Ranger. Offiziellen Ranger-Vertrag haben wir. Scheiße, ja. Das stimmt wohl. Irgendwann, Chris, so in den nächsten 30 Jahren, wenn ich da meine 10.000 Abonnenten habe, dann ja. Wie, Bambus hat keinen Bock? Boah, husten jetzt. Okay, ist okay. Ja, Walker. Ja, okay, komm. Komm. Wir gehen jetzt mal mit Vollgas hier durch. Ich habe irgendwie voll Bock auf den Film, weil ich feiere ein bisschen Jim Carrey, sag ich ganz ehrlich. Ne? Also, es ist seine Grimassen, alles drum und dran. Ich weiß, als Dr. Eggman passt er eigentlich nicht, weil er Dr. Eggman ja ein bisschen so ein bisschen dicker war und runder war. Aber ich bin der Meinung, Jim Carrey passt in solche Dinger trotzdem irgendwie. Auch wenn er jetzt vom Typ dünn ist und alles, passt da, finde ich, in solchen Psychopathen-Dingen, die so ein bisschen komisch da sein sollen, richtig gut rein. Jetzt übertreibt man. Übertreibt nicht, Jim. Corporal Walker, ich suche nach Informationen über... Über Ranger-Einheit, Sergeant Elena Crowley. Wird verarbeitet. Sicherheitsprotokoll außer Kraft setzen. Hätte Fahrradkette. So, wahrscheinlich wollt ihr das sehen. All diese Jahre habe ich dich vom Ranger-Dasein ferngehalten, weil ich hoffte, du würdest bei einem Angriff verschont, der auf Ranger und Aldi zielt. Du bist die Geheimwaffe. Sorry, dass ich es nie erzählt habe. Wer ist Nummer 10? Ja, Top 10, aber kriegt nicht 10 Namen hin. Das ist, weil YouTube ist versperrt. Das hat eine bestimmte Anzahl an Buchstaben, die du setzen kannst oder Zeichen. Kann ich dir aber versuchen, so zu sagen? Ranks nicht. Ranks. In der Arche befindet sich ein IT-Erweiterungsverteiler. Mein größtes Geschenk an dich. Ein Gerät, das die Nanotriten in deinem Blut verstärkt. Haben wir das denn? Naja. Übers. Eins, zwei, drei. Geh in die Arche und aktiviere ihn. Mal sehen, was für eine Überraschung du für mich hast, Geister Prowley. Was Coins angeht, ist Nummer 10 Gordito nicht, Nummer 9 Scarbone und Nummer 8 Smokey. Wenn ich das jetzt so richtig sehe. Zeiten ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Thomas 13, 10. JB 9. Christoph Exner 8. Downhill 7. Alienware 6. Nochmal auf den Coins. Vielleicht habe ich mich ja da verguckt. Ja, Gordito nicht. Jo, passt. Das ist die richtige Top 10, so. Habt ihr euch jetzt mal so durchgegeben. Gucken wir mal, jetzt gibt es einen Käse hierher. Oh ja, ist ja gut. Okay, danke. Wow, cool. Ey, geil. Bitte treten Sie näher für den Sicherheitsscan. Sicherheitsscan abgeschlossen. Willkommen in der Arche 401A.
stecke meine Hand also in dieses seltsame Loch und hoffe auf das Beste. Ja, wie im echten Leben. Das steckst auch die Hand gerne irgendwo rein. Hab ich nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Willkommen im Simulationsraum. Ich sehe hier irgendwie aus wie ein Lilliputaner, oder? Guck mal, das ist gebückt. Da kommt es mir vor, als ob ich liegen würde. Also irgendwie fehlen mir hier die Beine. Sie haben die ID-Erweiterung Dash installiert. Damit können Sie eingehenden Angriffen ausweichen und schwerer zu treffen. Gut. Bitte nochmal. Und nochmal. Gute Arbeit. Eine Simulation ermöglicht es Ihnen, mit der Dash-Erweiterung feindlichem Feuer auszuweichen. Echt jetzt? Ups. Bitte wiederholen. Was? Einmal noch. Ach so. Fertig? Gut. Sie haben das Training zur Dash-Erweiterung abgeschlossen. Mimi ausweichen. Ja, aber ehrlich, ey. Ich bin auch ein Kerl, Mann. Ich lass mich treffen hier. Weiter geht's. Ih, Hand wieder raus. Hui. Ist echt meinen Arm fressen? Komm zurück in die Haupthalle. Dann habe ich mehr Infos für dich. Echt so, seltsam. Angefistet. Von meiner toten Tante. Ah. Steckst die Hände irgendwo rein. Und kannst dann ganz schnell ausweichen. Können wir jetzt los? Ende der Obrigkeitskriege riefen ein paar von uns aus dem engeren Kreis des Widerstands Projekt Helle ins Leben. Okay. Es sollte der Obrigkeit ein Ende setzen. Endgültig. Uns war klar, dass sie trotz ihrer Verluste nicht einfach verschwinden würde. Und wir wussten, dass General Cross über Technologie verfügt, die ihm so etwas wie ewiges Leben verleiht. Projekt Helle wurde verworfen, als Weinland sich gegen Band 200 oder was? Bin ich damit am Start, wenn der Christenbank Überfall startet? Guck mal, wie viel Coins ich habe. Ist ungeduldig? Minimal. Minimal aber auch nicht. 10! Geil, ich bin ja richtig reich, Mann, ey. Na, ich bleib mal mit. Auf Leute, macht alle Banküberfall mit. Bauen wir vielleicht eine geile Bank aus. Die CPU deiner Ranger-Rüstung besitzt Protokolle, die viele deiner Fragen beantworten. Wie geht das aus? Ranger Walker. Können wir jetzt los? Darf ich jetzt? Verdammt. Du lädst also alles auf meinen Schultern ab und verabschiedest dich in die Ewigkeit, Tante Prowley? Schön. Dann bin ich jetzt eben an der Reihe. Ah, jetzt! Wenn es nach Ragen gehen soll, dann müssen wir auch alles schnell machen. Lily, ich muss drei Leute finden. John Marshall, Dr. Quasier und Lusum Hager. Sie gehören alle zu Projekt Dagger, mit dem die Obrigkeit aufgehalten werden soll. Das ist viel verlangt. Ja, selbst wenn sie tot ist, ist mit deiner Mutter nicht zu spaßen. Zu früh, Walker. Sorry, Lily. Aber hey, ich bin bereit fürs Ödland. Da habe ich was Passendes. Komm zu mir. Hä? Was hast du für mich? Also, ich habe viele Ideen für Projekte, die zentral fürs Überleben da draußen sind. Chris sei schon von Dominik. Richtig fett. Aber zuerst... Ich bin raus bei Bank, weiß man doch. Nein, Jen, jetzt aufkommen, damit wir eine große Bank ausrauben können.
Projekte. Willkommen zu Projekten. Hier kannst du Projekte mit deinen verdienten Projektepunkten erwerben. Projekte bieten dir eine Vielzahl von Vorteilen. Momentan hast du nur Zugriff auf Lilis Grundausbildungsprojekte. Fangen wir also damit an. Eingabe bestätigen. Bestätigt. Update verfügbar. Lily Prowley. Warte mal da. Das erste Projekt, das du kaufen kannst, schaltet das Fahrzeugmenü frei. Wow! Damit erhältst du auch dein eigenes Kampffahrzeug, den Phönix. Über das Fahrzeugmenü erhältst du Zugriff auf Fahrzeugupgrades und kannst ein Fahrzeug rufen, sobald du es benötigst. Alles klar, Mann, das wollen wir doch. Fahrzeug kaufen. So, fantastisch. Du hast... Scheiße. Du hast das Fahrzeugmenü freigeschaltet. Du kannst es über das Menü betreten. Drücke Tabulator. Okay. Gut, Escape. Escape. Neues Fahrzeug freigeschaltet. Phoenix. Also sieht schon schick aus. Eingabe F, Fahrzeugmenü aussehen. Weiter. Fertig. Der Ranger. Phoenix ist bereit. Es gibt noch mehr Projekte, die uns beiden nützen würden. Du musst stärker werden und ich muss in Vineland wieder halbwegs Ordnung schaffen. Mit etwas Glück bieten dir deine drei Dagger-Kontakte etwas Ähnliches an. Und denn gewonnen, seltsamerweise? Wie gewonnen? Wer hat gewonnen? Danke für den Tipp. Nein, wir, umso mehr mitmachen, umso größer die Bank, umso höher die Chance zu gewinnen. Große, böse Welt, ja. Also sei vorsichtig. Und oh, ich mach wenigstens ein. Du bist jetzt ein Ranger, also benimm dich auch so. Oh, und der nächste Dagger ist John Marshall in Gunbarrel. Du solltest mit ihm beginnen. Und hey, muss los. Ganz genau, muss los. So, Freisekunden, willkommen im Ödland. Nutze das Kartenmenü, Tabulator und Aktivitäten in der Welt zu finden. Und zu verfolgen, erkunde das Ödland, damit mehr Aktivitäten der Karte hinzugefügt werden. Och, meine Infos beschafft, Vorbestellung. Deine Gegenstände sind da. Die Kult des Totengottes-Mission wird nach der Sturmausfall-Mission Teil der Hauptstadt freigeschaltet. Am Ende der Mission erhältst du Niklas Reiners Rüstung und Siedlerpistole. Okay. Ich bin Phoenix und fahre mich noch besser, als ich aussehe. Lass uns eine Runde drehen. Schwätzt da gerade mein Auto mit mir? Nötigung, richtig, Jen. Hat der gerade echt mein Auto mit mir geredet? Ich sehe eine Straßensperre. Es muss ein Hinterhalt. Straßensperren. Straßensperren sind Blockaden und Handelskoalitionen, die von anderen Fraktionen übernommen wurden. Alles klar. Sein. Wäre gut, wenn du das Hindernis beseitigst. Lalala. Aufmachen. Gebe die Straßensperre auf. Mach ich, hab ich. Danke. Hauptstraßensperre. Lol, er folgt nicht Räuber. Warte mal. Jeder muss sich an die Gesetzgebung. Zu 9. Großstadtbank haben wir ausgeraubt, Leute. Warte mal. Erfolgreich auf Alienware, Garn, Rufus, JB, Dr. Gonzo, Alex, Ova, BH, Anja. Ja. Geht doch. Haben alle was rausgeholt? Habt ihr viel rausgeholt? Ich meine, es war halt, wir haben nicht alles rausgeholt, dann war ja halt, ne Quatsch, falscher Knopf hier, was ist. Ja, das wird der Koalition gefallen. Müsste doch eine Kiste sein. Lagerkisten 1 von 2. So, lol. Money, Ort abgeschlossen, weiter geht's. Aktiviere System.
Geil, dass ihr alle was rausgeholt habt, ey. Fett. Bis auf Ober, das sah ich nur unverdient. Was ist das? Hat mir irgendwas angezeigt. Leck auch noch. Phoenix. Wir nehmen mal die Luftlinie. Cool, dass die Steine hier bewegbar sind. Also weg dich hier so. Aber hier ist das schon gar nichts, okay. Guck mal da. Es geht nie ab. Wie fett war das denn, bitteschön? Ey, bremst, bremst! Mag das Auto. Voll in Aimbot hat das Ding ja. Man muss es ihm lassen. Mal hier schön die Fässer wegschlagen. Ja. Oh, Hilfe. Hilfe, ich bin am Schießen, Mann. Sicherheitsscan nicht verfügbar. Feinde in der Nähe registriert. Sicherheitsscan nicht verfügbar. Feinde in der Nähe registriert. Wie sich alle wegen Schädeln kotzen schlecht. 3 von 6, Archentour. Hä? Das war eine Archentour. Ach, das? Okay. Alle? Ne, 4 von 6. 2 Stück fehlen noch. Hier hinten waren wir noch nicht. Ne, hier ist nichts. Normaler Eingang. Das ist es auch nicht. Ne. Hier sind wir lang gelaufen. Hier ist es auch nicht. Da ist man auch hier. Einer. Den nehmen wir auch mit. Einen habe ich vergessen. Oder übersehen. Eins von beiden. Da. Oh, 6 von 6. Geht auf. Sicherheitsscan abgeschlossen. Willkommen in der Arche 416A. Willkommen in der Arche 416. Schon wieder irgendwo. Sie haben die ID-Erweiterung Zerschmettern installiert. Damit sind Sie in der Lage, vorwärts. Kann es sein, dass die einem hier ein bisschen kleinwüchsig gemacht haben in diesem tutorial Ding? Rüstungen zerbricht und Gegner sowie Objekte fortschleudert. Och, hallo Dominik. Was eliminiert er? Und was soll ich machen? Nochmal. Fertig. Zerschmettern Sie die gegnerische Rüstung. Okay. Soll das ein Scheiß sein? Sie haben das Training zur Zerschmetternerweiterung abgeschlossen.
abgeschlossen. Cool. Frag mich jetzt gerade, wie man auf Fast and Furious bei Rage kommt. Hast du bei Fast and Furious Filmen mal geraged? Ha! Was ein Schenkelklopper, ey. So, und das sind die Ursus-Kampagne durch. Und was bekomme ich als Warlock? Ein Epic-Schwert. Nicht schlecht. Ey, Mann, ich hab Bock auf das. Das glaubst du gar nicht, Mann. Hey. Bock dazu looten. Aber voll geile Ausrüstung. Ja, weiß ich. Bin gerade verdammt neidisch, also pass gut drauf auf. Upgrades. Du kannst die Fähigkeiten und Waffen aus den Archen verbessern. Hierfür benötigst du Nanoritenverstärker und Waffenkernmods. Okay. Würden Sie der Menschheit einen neuen Anfang bringen, Ranger Walker? Boah, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Junge, was ist das denn? Alles klar? Alles klar! Weiß nicht, was es bringen soll, aber ich möchte wieder mein anderes Auto holen. Was ist das hier? 120 Meter, 100 Meter, ein Abwurfscheiß. Ich laufe. Nee, ich kann hier nicht hochlaufen, oder? Doch. Och, geht alles. Ah. Holen unser normales Auto wieder. Hi Narek, na du? Das ist mir eindeutig lieber. Was haben wir hier? Ey, Auto! Muss doch irgendwo hier sein. Moment mal. Sag doch das eine, dass es in der Luft ist. Ich suche es wie ein Depp, dabei ist es in der Luft. Jetzt bin ich gespannt. Und Boxen. Komm bald wieder, Walker. Ja, mach ich. Ah, falscher Knopf. Mutanten-Spore, endet die Firmenmarke, alles klar. Keine Ahnung, was das alles bringt, aber wir machen es einfach mal. So, wo müssen wir hin? Hier haben wir ein Fragezeichen, hier haben wir eine Arche, so wie es aussieht. Haben wir hier Aufträge? Hier. Gut, dann ballern wir mal zu diesem Fragezeichen. Kann ich einen Marker machen? Ja, rechtsklick, so. Machen wir das mal. Gönn mal 200... nö. Mach ich nicht. Soll dieses Fragezeichen sein? Wir sind da! Ich
Ich sehe eine Art Habitat, einen gigantischen Bau. Riesig, was? In dieser Gegend soll es vereinzelte Gigantenmutanten geben, die sich auf diese Weise einnisten. Der Zerstörer der Schlachtwort mal ab. Archetunnel von 1 töte Luke die Nuss. Okay. Und wo soll Luke die Nuss sein? Ist hier irgendwie so ein Versteck? Weiß das jemand? Hat das einmal schon jemand gesehen gehabt? Luke! Luke, mein Freund! Wo bist du? Wahrscheinlich kommt hier irgendwie so ein fettes, ekelhaftiges, einfach viel zu groß geratenes Vieh an. Und. Na? Da sind da gerade Steine geflogen. Was passiert hier? So, die Falten da. Okay, alles gut. Ein schön großes Gebiet. Sehr groß. Also nur den Chat offenbar fragt hat. Fandest du das Spiel nicht gut raus, Jen? Ja, Luke, ne? Du Nuss. Wo bist du denn? Kletter mal runter. Vielleicht ist er ja um. Komm mal hier. Was ist das für ein Scheiß, ey? Blödes Auto. Ah, und wie war's, dieses Rattenspiel? Aha. Crusher-Netzer. Crusher im Wimmel nur so von gefährlichen Monstern, die als Crusher bekannt sind. Finde und töte den Crusher. Hin und Täter und Crusher, okay. Machen wir doch mal. Kriegen wir hin. Wenn es nichts weiteres ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier gerade auf dem Sack gleich gibt. Ist das Call of Duty in krank? Das ist, ja. Oder Call of Duty geil. Ekelhaft, Alter. Alter, wo sind wir hier reingerannt? Ich habe irgendwie das dumme Gefühl, dass ich hier einen Fehler mache. Sagst du, hier geht's gleich so eng. Allein schon, dass sie hier so Luke die Nuss killen, ja? 100 Pro ist die Nuss 3 Kilometer groß gefühlt. Ob hier die Kisten gibt? Nee. Nix. Das ist sowas vom Call of Duty krank. Hey! Alles klar. Bin ich an der Kiste vorbeigelaufen? Nee, da ist aber einer. Da ist keiner. Da haben wir auch nichts. Ja, da geht's. 2 von 6. Ich brauche noch Probe, bin ich schon an der Kiste vorbeigelaufen. Ey! Was dann? Narek. Was ist los?
Ich kenne es ja schon. Ist halt sehr gradlinig, da eben kein Open World, aber die Story ist echt nice. Ist gradlinig, also du meinst so Schlauchsystem-Level? Du kennst es schon? Ist das ein etwas älteres Spiel oder was? Oh. Ja, ich verliere noch Coins. Ach, Narek. Ach, fuck, wieder falsche Knopf. Ach ja, Moinsen Diggi, was geht so bei dir? Schmetter, Schmetter, Schmetter! Wetter, Wetter! Moppet wirft da auch auf mich. Ganz lieber Bub. Ja, ja. Ja, ja. Woo. Easy. 2 Minuten, JB. Ein ganz kleiner Bub. $163 verloren. Der riesige. Was? Lebensdrüse? Ein Mutanten Lebensdrüse bringen sie zum Cyberdog im Wellspring, um dich selbst zu verstärken. Archentun, oh cool. Aber der Mutant ist erledigt. Gut gemacht, Riesentöter. Diese Viecher sind ein Fluch für das Land. Käsefüße hat er auch. Oh, guck mal hier. Guck mal. Ey, jetzt sind die aber mal schneiden können, ne? Hier. Fingernägel auch, ne? Bob ist auch nicht gewaschen, sehe ich gerade hier. Mal hier reinschießen hier. Rahmenlüftung und so. Zähne auch lang nicht mehr geputzt, aber hier, Kollege, sag mal, schämst dich nicht. Ach, guck mal da. Hätte ich auch drauf schießen können. Oder? Deutsch muss der Große wohl noch lernen. Meinst du jetzt mich? Wie? Ich kann kein Deutsch. Kann doch Deutsch. Bisschen. So, Truhe vergessen. Mehrere, also die Arschetruhe. Die normalen Truhen ein paar übersehen. Passt. Das kann man so lassen. Ah, nee. Guck mal, jetzt. Noch einer. Nice. Geil. Hier ist nichts. Nice. Ja, ich bin an 2, 3 vorbeigelaufen. 2. Wahrscheinlich vorbeigelaufen. Egal. Hauptsache der Dicke ist down. Ich will noch mal kurz gucken hier, ob hier was ist.
war nicht so der Bringer. Komm, wir gucken nochmal schnell rein. Ja, Jungs, was geht bei euch so? Wie können wir das übersehen haben? Hm. Zwei Kisten. Eier liegen hier, Gedärme. Wir leben voll, hier sind wir schon gelaufen, da drinnen war einer. Hier ist auch nichts. Boah, ich bin blind. Trotz neuer Brille bin ich blind. Oh. Hm, auch nix. Hier geht's nicht rein. Hier geht's auch nicht rein. Hier nach unten ist mein Tod. Ah. So. Geht auch nicht kaputt. Hier hinten ist auch nix. Ah, Pech gehabt. Oh, nix. Wer sucht, der findet's. Sagt man aber so schön. Ah. Nix. Ah, da sieht auch noch nix aus. Ach, egal. Scheiß drauf. Wenn wir jetzt nicht hier auf dem Weg jetzt so schnell finden, dann Pech. Halt mal, hier war ich nicht. Ah! Eine wenigstens. Da war doch ein Schalter bei dem Container, oder nicht? Nein, nein, da war kein Schalter. Ich hasse solche. Ich hasse solche Spiele, die Lampen haben, die man nicht kaputt schießen kann. Und dann bin ich gekommen. Aha. Leben nehmen wir auf. Ja, ich weiß, hat ein bisschen Leben gekostet. Eine haben wir halt nicht gesehen, mein Gott. Ich. Aha. Okay. Alles klar. Hallo? Ach so, Aufzug rufen. Okay. Ich dachte so, geil. Scheinbar habe ich einen kleinen Bug gefunden, aber nee, war doch nicht so. Ding. Schönen Tag. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Wo ist mein Auto? Hab ich nicht mal hier ein Auto gehabt? Und zwar genau hier? Hier habe ich doch so ein Auto geparkt. Okay. Hallo, Walker.
Auch schon 10er verloren, wa? Okay, wo können wir hin? Das haben wir fertig. Nächstes Fragezeichen. Und mal nächstes Fragezeichen, komm. Ich sag euch, die Steuerung vom Fahrzeugen hier. Alles andere als einfach. Leitet Standby-Modus ein. Jo. Was ist das denn? Was ist das? Was soll das sein? Koalo Kong Eroberer. Okay, komm. Stecken wieder. Aktiviere Systeme. Autsch, Walker. Heiß, heiß. Okay. Kommt mir so ein bisschen nach Mad Max hier rüber. So minimal. Banditenunterschrift sind bis zum Rand mit Gegnern gefüllt. Eliminiere alle Gegner. Bin dabei. Los geht's. Komm bald wieder, Walker. Boah, was ist das denn für ein Auto? Ach, wenn man mit fremden Autos ansteigt. Für diese Energieschilde brauchst du eine andere Waffe. Wie, ich brauche eine andere Waffe. Energieschilde erkannt. Versuche es mit einer anderen Waffe. Was? Andere Waffe? Asche? Oh mein Gott. Da hatten minimal mehr Leben als gedacht, ey. Nee, du, lass mal. Irgendwie... Wir haben ganz schön viel Leben, wa? Übermäßig Konsum von Blei. Ja, die sind hungrig. Hier ein bisschen, oder? Für die Fressen. Hallo? Oh,
Nein. Hallo, ist jemand noch da? Niemand hier. Hier müssen noch ein paar Wege noch sein. Nicht oder? Meint ihr, wir haben alle gekillt? Ey, die sind da bestimmt da drin, Mann. Mal faszinierend, was kaputt zu schießen, um Munition rauszuholen, ne? Okay. Achso. Oh mein Gott! Ach, na klar. Wie einfach fressen! Oh mein Gott. Mensch, was geht denn da wieder ab bei mir im Chat? Bei euch ist auch einfach der Kerl da einfach mal so aufgetaucht, oder? Weiß, den haben wir auch. Wahrscheinlich kann ich hier gar nicht im Gebiet, oder sollte ich im Gebiet hier gar nicht rumrennen. Dazu brauche ich dann wahrscheinlich ein paar Level Ups und eine bessere Waffen. Aber nein, ich Depp, ne? Ich spiele hier mit den Level 1er Waffen. Und spiele hier gegen Unsichtbare. Ohne Munition, ohne gar nichts. Ja nix, ne? Oh. Macht sich aber unsichtbar, Leute. Was ist das? Läuft das nicht? Jetzt. Gut, Selbsterkenntnis. Ist die beste Erkenntnis. Aber ey, wir machen es jetzt durch. Wir haben es angefangen. Wir sind kurz vorm Ende. Ne?
Autoteile, okay. Fahrzeugkapriz, jo. Ich muss eigentlich den linken killen, aber komm, Hauptsache irgendwas ist down. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss nicht komplett. Irgendwie hoch. Bin gleich sowas von RIP. Was ist das denn? Hä? Also im Visier macht's einen Einzelschuss. Wir sind kurz vorm Ende. Hatten wir das nicht gefühlt in jedem Stream von Days Gone auch? Ja, bei Days Gone war es, ne? Dafür war es ein geiles Ende. Find ich. Was mit dem Overdrive. Komm, Leben, geh hoch. Wie viele da einfach sind? Wow. Wollte ich gar nicht. Warte mal, kann ich hier irgendwie... Nee, ne? Ich bin hier einfach mal voll... Nee, gar nicht. Warte mal. Das ist schwachsinnig hier durch. Okay. Wir kriegen das hin. Nichts einfacher als das. Ach, guckt euch mal, habt ihr das gesehen, was da noch stand? Die Formel da steht. Ach ja? Habt ihr gesehen, was da noch stand? Da stand einfach so ein ganz, ganz großer Juan. Nee. Zu schwach hier. Schönen Tag euch noch. Aha, Streckenfestung 5. Okay. Okay, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. 5 ist eindeutig stärker als 1. Deswegen schönen Tag euch noch. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Machen wir einfach mal die Story weiter und werden einfach mal Legion stärker. Entspannt. So soll ja gut sein. Viel zu stark, der Case hier. Wo ist denn überhaupt die fucking Story? Hier, Stromausfall, Log-Eintrag. Hier hin. Ich weiß gar nicht, ob man sich hier levelt. Ich habe keine Ahnung. Mann. Das Auto, Mann. Meint ihr, das überlebe ich? Komm, no risk, no fun. Yeah! Yep. Ohne Probleme, Mann. Hier ist so eine Arche. Bitte sei jetzt nicht Level 7849. Ah, oh, fuck off, Alter, Level 5. Du bist nicht mehr in Vineland, Walker. Bereite dich lieber gut vor. Waffen überhitzt. Ich mach hier gleich Dreckabflug. Nee, nee. Das hat keinen Sinn, Level 5. Das mach ich nicht mit. Fahr direkt weiter. Machen unsere Story weiter.
Das ist hier wie GTA, ne? Du fängst irgendwo an und kannst einfach nicht zu Ende führen, weil du das findest, das hier platt machen möchtest, das hier platt machen möchtest. Die fucking Story geht dir sonst wohin, so gefühlt. Was war gewollt? Aber ist eine ziemlich große Welt. Oh oh. Das war gewollt. Boah, da komme ich doch nie wieder hoch. Ey. Ich wollte gerade sagen, sag niemals nie. Geht doch. Händler fahrend. Alles klar. Finde John Marshall in Gunroll. Okay. Ziel erreicht. Hi. Hey, du siehst sehr aus. Interesse an Drecksarbeit? Weißt ja. Du, Köpfe einschlagen, 200 Mutanten zu breiballern. Ich ja. Suche nicht nach Arbeit, sondern nach John Marshall. Tja, zufälligerweise sucht er nach erfahrenen Kämpfern. Wir haben ein Mutantenproblem in Gunbarrel. Es geht erst weiter, wenn das verdammt nochmal gelöst ist. Gut, wir werden sehen. Wo finde ich ihn? Er ist in der Blindgängerbar. Immer im Blindgänger. Nicht zu verfehlen. Alt, vernarbt, fies, Robo-Bein, Robo-Auge, halb Mensch, halb Ersatzteillager. Ach so, was auch immer dir dieser miese kleine Roboter andrehen will. Probier nicht das Schleimvogel, Chimichanga. Außer du willst dir die Seele aus dem Leib kotzen. Handelsstätte. In der Handelsstätte findest du viele Arten von Händlern, bei denen du Waren kaufen und verkaufen kannst. Es gibt auch Leute, die dir Infos über bestimmte Orte geben können. Okay, cool. Cool. Yo. Hi. Hey, siehst gut aus. Siehst hey, Ritter. Lass uns kurz schnacken, bevor du reingehst. Nö. Pass auf die gottverdammten Mutanten auf, Kumpel. Hinter die coole Bar und so, ne? Ich sag dir, das ist Unsinn, Kulo. Na komm, nur ein kleines Schlückchen, Marsch. Nope, keine Info, nichts zum Saufen. Ganz einfach. Stimmt aber, Marsch. Weinland wurde zerstört. Na klar, weggebombt von superüblen Tech-Mutanten. Das glaub ich nicht, Kulo. Du willst doch nur was zum Saufen. Weinland. Hab ich gar nicht geguckt, Jan. Siehst du? Ich hatte recht. Hab ich gar nicht geguckt. Nicht alles auf einmal. Ein Ranger, was? Sowas habe ich hier schon lange nicht mehr gesehen. John Marshall, legendärer Widerständler, Kriegsheld. Wir wuchsen mit Geschichten über ihn auf. Ich hätte allerdings jemand erwartet, der beeindruckend ist. Biologisches Alter 73. Das ist unmöglich. Weinlands Verteidigung ist unüberwindbar. Das dachten alle. Wir waren nicht bereit für sie. Nicht bereit für die Obrigkeit. Sie ist also zurück. Dann bist du wegen Projekt Dagger gekommen. Das Problem ist, dass wir hier ebenfalls belagert werden. Mutanten. Sie verstopfen unsere Stromturbine in der Kanalisation. Da müsste sich mal jemand drum kümmern. Den habe ich schon down geschossen. Wenn es für Dagger ist, zeig mir, was ich töten soll und wo. Du bist schnell von Begriff. Ich habe wirklich jeden Auftragskiller runtergeschickt. Sind alle draufgegangen. Es wird schnell gehen. Okay, betritt die Kanalisation. Oh, die ist sogar hier. Wollen wir das doch? Nein. Ey, Moment. Wir gucken uns mal hier die Tab.
gucken uns jetzt mal hier mal ein bisschen so Nanoriten an und so ein Scheiß. Keine Ahnung. Waffen. Ranger Sturmgewehr. Filtert ausgegeben, um Level frei zu... Was? Aha. 1015 hab ich? Oder kostet es? Oder was? Level 2 freischalten, um zu erhöhen der Waffen sowie zum Zugriff auf neue Waffenmod. Magazin erhöht die Kapazität. Rasches Nachladen erhöht. Okay. Verliert ausgeben, um Level freizuschalten. Ja. Freischalten. Bam! Rasches Nachladen oder. Nicht genügend Waffenkernmods. Dein Ernst? Hä? 17. Hier. Waffenkammer ausgeben, um das Upgrade zu kaufen. Ah, okay. Level 3 ist noch gesperrt. Ach so, ich habe das Ding freigeschaltet und muss jetzt hier irgendwas auswählen. Alles klar. Verständlich. Cool. Kampfschrotflinte. Waffen, stand Ranger, Waffenlock, Standort unbekannt. Standort unbekannt, okay. Grundausbildung. Eingabeprojekte einsehen. Was ist das? Freigeschaltet Overdrive-Multiplikator. Erhöht das Limit für Overdrive-Multiplikator auf 10, sodass du aus Kills mehr Overdrive und okay. Machen wir einfach mal. Granatenwurfbogen zeigt den Wurfbogen an, ja. Overdrive-Magazin-Auffüllung, ja. Und Fahrzeugerweiterung ermöglicht es dir, Eichfahrzeug im Fahrzeugmenü zu speichern. Okay, das haben wir alles fertig. Töten und, ja. Stufe 1 gesperrt. Okay, kann ich noch nichts machen. Hier kann ich auch noch nichts machen. Suchen, bergen, kann ich auch noch nichts machen, okay. Oh. Rufen hier nicht möglich. Oh. Monster Truck. Skin wechseln. Cool. Nein. Kann ich keine Skin Upgrades ansehen? Aha. Sicherheitsmodus. Keine Teile. Ich habe doch keine Teile, oder? Okay. Inventar. Das interessiert mich nicht. Was ist das hier? Ermöglicht automatisch Zellengeneration, die Verletzung teilweise heilt und ja, das gefällt mir. Ringerschaden durch Kugeln um 10%. Passt. Fokusobjekt innerhalb von, Gesundheit regeneriert sich in Overdrive. Oh, das hätten wir machen können. Dash, Schwert, Ziele fassen, Gegner, ja, okay. Gut. Levelt. Du solltest dich auf dem Markt etwas eindecken, bevor du dich in diese Kanalisation wagst, Ranger. Schalt den Strom wieder ein, dann kannst du mit Dagger weitergehen. Marshall schickt dich? Du bist schon der Dritte diese Woche. Hoffentlich hast du mehr drauf. Klar, mach die Hütte auf. In dieser alten Kanalisation gibt es einen unterirdischen Fluss. Dank des Turbinengenerators sind wir vollkommen unabhängig. Wir haben unsere eigene Stromzufuhr und müssen kein Feldtrit von diesen betrügerischen, gierigen Händlern kaufen. Mutter Natur sorgt für uns. Und wie läuft das so für euch? Nun sieht man von den üblichen Problemen ab. Wie zum Beispiel Mutanten, die Turbine verstopfen, funktioniert es gut. Wir haben unseren eigenen Saft. Außerdem findet sich stets ein Söldner, der sich um Probleme kümmert. Das bin ich also? Ein Söldner? Auf keinen Fall. Du bist ein Ranger. Großer Unterschied. Da geht erheblich mehr. Ist schon klar, Marshall. Schon klar.
Aha. Der ist, glaube ich, platt. Okay. Looten und leveln, ne? War ja doch was. Hey, Marshall. Wusstest du, dass sich hier unten eine Arche befindet? Na klar. Vielleicht verschaffen deine Lamo-Treten dir Zugang. Das solltest du mal checken. Bitte treten Sie näher für den Sicherheitsscan. Sicherheitsscan abgeschlossen. Willkommen in der Arche 402A. Das denn? Oh! Oh! Neue Waffe, Leute! Dies ist die Kampfschrotflinte. Eine ideale Nahkampfwaffe, die Gegner zurückstößt. Drücke Maus 1, um mit einem mächtigen Schuss mehrere Gegner auf Kurzdistanz zu treffen. Okay. Eine geile Waffe, Alter. Young Dagger Dick, moinsen. Was? Ja, ja, ja. Mach das mal bitte mal auf die Gegner, die ich vor kurzem hatte. Das Training ist abgeschlossen. Okay. Neue Kampfschrotflinte. Nice. Was ist das los mit dem Bot? Das gibt eine Geschichte ein. Oh. Du Glückspilz. Davon gibt es nicht mehr viele. Und nur du kannst sie abfeuern. Ist das Spiel geil? Mit deiner Nanotreten-Signatur verknüpft. Find's jetzt nicht so besonders. Story ist ziemlich träge und das hier nervt. Setze im Ödler den Fokus ein. Um ein unentdeckte Arsch zu finden, sich im Holzhand in Folge, ja, ja. Das ist zwar geil, wie dieses Rumballen alles, ja, also es, wenn du einfach nur ein Spiel willst, wo du einfach nur sagst, ich schieße jetzt einfach alles platt. Dann ist das Game perfekt. Aber so, wenn du jetzt ein storybasiertes Spiel suchst, dann ist es nicht wirklich. Zum Ballern bockt's auf jeden Fall. Ballern ist cool. Macht Spaß. Story ist crap. Ist kein 70 Euro wert? Nee, das auf jeden Fall nicht. Nein. Zum Glück habe ich nur 30 gezahlt. Würde es noch Multiplayer haben, würde ich 70 Euro sagen. Jo, passt, ne? So Quake-Doom-mäßig. Passt das schon so. Gefällt mir. Also es ist wirklich so ein Spiel hier und aus und gib ihm. Einfach nur gib ihm halt, weißt du? Der Name sagt schon wirklich alles. Ragen.
ein Rumgeballer hier, ey. Hi, Team Hellfish. Na, alles fit bei dir? Ich hab gesehen, du hast heute auch gestreamt gehabt. War sogar ganz kurz da, aber hab ein Like da gelassen. Gerade durch da, wo du gerade bist. Ah, okay. Ja, ich habe mich ein bisschen verfahren, bin rumgefahren, sag ich ganz ehrlich. Hab so ein riesen Monster mal gekillt gehabt. Ja. Hi Stefan! Nein, ich ignoriere dich gar nicht. Ich habe es gar nicht gesehen gehabt, dass du geschrieben hast. Bitte verzeih. Ich habe halt nur Flipcom, Flipcom, Flipcom gesehen. Und wenn ich das zu oft sehe, dann lese ich eine Zeit lang den Chat nicht mehr. Also ich bin's ehrlich. Ich bin bei der Turbine, ganz wie du meintest. Ich dann halt die ganze Zeit Flipcom sehe. Du hast es bis ins Mutantennest geschafft und lebst noch. Großartige Arbeit, Ranger. Jetzt musst du nur noch den Deckel finden und ihn aufbrechen. Dann kannst du alles wegspülen. Starte die Turbine neu. Der war ja echt einfach. War der andere Mutant doch einiges schwieriger, oder? Wie bin ich da nochmal hochgekommen? Ah, hier. Musst du die Auflösung vom Dings auch ändern? Inwiefern? Wie meinst du das jetzt? Einer geschafft, einer übrig. Ich war mit. Ja, Mortau, Mortau, keine Ahnung, man. Mortau macht mir einfach. Naja, das war voller Treffer, du. Bleibst du da unten? Mortau macht. Ich warte einfach bis ein paar Updates rauskommen und dann haue ich auf jeden Fall wieder Mortau rein. Aber momentan im letzten Status. Okay, die Sache läuft. Was jetzt? Sobald alles frei ist, schließt du den. Passt halt nicht so. Hab keinen Bock so ein bisschen. Verstehst du? Das war auch ein kleiner Mutant hier. Guck mal, was hat denn der da angehabt? So, wohin jetzt? Da wieder hin. Das Spiel kann nicht über die Option Fullscreen streamen. Gibt kein Bild. Man muss den Monitor nehmen und die Auflösung. Hey.
Ja gut. Unglaublich, du hast es geschafft. Vollbit. Ich streame über Elgato. Ich habe einen zweiten Rechner. Weißt du? Stimmt, aber über diesen muss ich hier unbedingt raus. Hier stinkt er schlimmer als in einer Mutantenjauchegrube. Nun, das sollte nicht zu schwer sein. Es gibt einen alten Lastenaufzug, der dich direkt in mein Arsenal bringt. Hans hat Urlaub. Richtig! Also bei mir ist, ich kenne diese Probleme, das haben ja einige Spiele. All das habe ich nicht, da ich einen Streaming-Rechner habe und einen Gaming-Rechner. Mit einem Gaming-Rechner zocke ich, da haue ich die Grafik so hoch wie möglich und tue es über eine Elgato verbinden und zum Streaming-Rechner. Sie hat mich aufgezogen. Hat aus mir PC, auf PC, achso, ja gut, OBS bei mir auf dem zweiten Rechner. Besonderes an dir. Als ob du von den härtesten und besten ausgebildet wurdest. Hans ist auf Gitarrentournee. Geile Scheiße. Ja, Mann, der ist auf Tournee. Der spielt lauter. Der spielt Schlagzeug bald. Hans, bester Mann, ey. Bester Mann. Geht ein Schwertkampf mit einem Lauter, ey. Klatscht die mit einem Schäl ein hier, ey. Jo, was geht? Ranger Walker, bist du ja? Ja. Das ist mein Arsenal, meine Basis. Von hier aus kann ich an Projekt Dagger arbeiten. Da der Strom jetzt wieder fließt, könnte ich bei ein paar weiteren Projekten also Hilfe gebrauchen. Ja, bald Autogrammstunde und so bei dem. Walker, diese Projekte helfen dir ebenfalls. Während ich mich um Dagger kümmere, kannst du dich auf die gewaltige letzte Schlacht vorbereiten. Du weißt es vielleicht nicht, aber zu Projekt Dagger gehört auch mit einem zusammengestückelten Panzer ins Hauptquartier der Obrigkeit zu walzen und dem Obergul General Cross persönlich einen mörderischen Nanotreten-Cocktail zu verpassen. Klingt nach Spaß. Dann lege ich lieber mal los. Besser wär's. Ich kontaktiere dich über die Combox, falls nötig. Team Hellfish, was sagst denn du jetzt eigentlich zum Game? Das haben wir fertig, töten und vernichten. Eingabeprojekt einsehen. Einige von Marshalls Projekten sind von Anfang an verfügbar, für andere musst du jedoch neue Stufen freischalten, indem du seine Operationen verauflevelst. Du erhöhst die Operation Level, indem du Orte der Aktivitäten dieser Verbündeten abschließt. Marshall stört für töten und vernichten. Okay, cool. Munitionstasche, du kannst 500 mehr von jeder Sorte Patronenmunition tragen. Sind wir dabei? Kaufen. Okay, weiter geht's. Wurf. Nee, brauche ich nicht. Schmerzresistent. Verringert Erschütterung und getrübten Blick, wenn du Schaden erleidest. Machen wir. Was haben wir hier? Überraschungsangriff. Einer Überraschungsangriff fügt den Gegner fünffachen Schaden zu. Jo, läuft. Granaten. Du kannst durch die Luft fliegende Granaten. Mit, was? Echt jetzt? Geil. Spezialmunitionstasche. Du kannst nur mehr von jeder Sorte Spezialmunition tragen. Ach. Ja, Rack Spezial. Ermöglicht das Hin- und Herwechseln zwischen Waffen und die können derselben Levels. Okay. Nachladen beim Sprinten. Ermöglicht Nachladen beim Sprinten. Bewegliches Ziel beim Sprinten durch feindliche Kugeln erlittener Schaden ist Machen wir. Overdrive, Slidekick, Rutsche und. Okay. Kritische Treffer, Chancen von 5%, dass ein Nahkampf 5% mehr Schaden. Ja. Passt. Noch irgendwas? Ich habe ich ja noch nicht. Gut. Mega Spaß, ich mag das. Nur zu viel zu lesen, aber hab's gerade auf den Englisch gespielt. Ah, okay. Ah. Da ist der. Ich spiele grundsätzlich nicht mehr auf Englisch. Keine Ahnung warum. Du wirst ihn brauchen, um am Bodenpersonal der Obrigkeit vorbeizukommen. Aber er ist noch nicht bereit. Hast du Aufträge für mich? Muss ich irgendwas machen, Marshall? John, Marshall, was geht? Erzähl mal, was soll ich machen? Ziel, keine. Okay. Keine. Große Rissarche, Level 3 Arche, okay. Level 5 Arche, Level 5 Stiermacht. Ödland bemühen, finde Los Hager im Wellspring. Machen wir. Los geht's. Ich glaube, man muss hier ein bisschen
viel zocken, damit das Spiel dann zu was wird, wenn ihr versteht. Ja, auch einen Aufzug nehmen können. Nein, ein bisschen Sport machen. War das schon nicht. Na? Hey, Ranger! Danke für die Unterstützung. Den kleinen Schluck habe ich gebraucht. Wirklich gebraucht. Ich glaube, die braucht was anderes als einen Schluck Kaffee. Was bist du hier? Händlerinfos. Infohändler verkaufen wertvolle Informationen. Reden. Kein Interesse, sorry. Bis später. Wisst ihr, was geil ist? Wenn ich meine Brille hochsetze, ist mein Monitor weiter weg und übelst klein. Wenn ich meine Brille aufsetze, habe ich gefühlt hier ein 80 Zoll Monitor. Ist zwar nicht so, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Richtig geil, ey. Nervt gerade die Brille. Ich bin da drei Infos geknallt. Oh. Ja, oh, was hatten sie gebracht? Hast du da irgendwie jetzt was gesehen gehabt auf der Map hier, oder? Systeme. Ich denke mal, ich fahre einfach rum und die Dinger passieren von allein. Walker, ich habe einen kleinen Anschlag auf dich vor. Ich möchte, dass du einen alten Kriegskameraden von mir besuchst, der alleine in der Marsch lebt. Du und ich und alle, die für die gerechte Sache kämpfen. Die ganze Zeit am Borderlands lenken, ich will mit der Maus lenken. Du musst für mich nach ihm sehen. Klar, mach ich. Ich liebe es einfach. Wo ist das? Geheimnisse vor mir. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das vor mir? Danke, Walker. Fatzekampf. Der Phönix fährt sich nur nicht nur prima, er ist auch tödlich. Drücke meins, drücke meins, um zu schießen und Q, um die Waffe zu wechseln. Q halte, um das Ausrüstungsschatz zu öffnen. Kannst du auch ausweichen. Lenkraketen. Fahrzeugmunition. Sollte dein Fahrzeugmunition mehr haben, kannst du mehr Fahrzeugmunition an Orten überall in der Welt finden. Oder sie in Läden kaufen, die ihnen handeln. Okay. Munition aufgebraucht. Ja, wie? Sorry. Munition ist alle. Soll ich die dann platten? Aufgebraucht. Munition aufgebraucht. Munition aufgebraucht. Himmelarsch. Schlimm, das Spiel. Oh, sorry. Ups, sorry, hab euch nicht gesehen. So, das. Das hat mir geschossen. Guck mal da, Disco, Leute. Dafür, dass die Stadt so im Arsch ist, ne? Ganz schön viele coole Special Effects Dinger hier. Ey. Sieht geil aus. Ungelogen, sieht wirklich geil aus. Wir sind da. Endlich, Wellspring. Mal sehen, ob wir Bürgermeisterin Lucem Hager zu Fuß bekommen.
Viel Glück da draußen. Nein. Du da, du kommst hier nicht rein. Schicke Rüstung. Kommst du nicht? Guck mal hier. Aha, aha. Schuhe Arsch. Fresse Arsch. Kommst hier nicht rein. Was? Nein! Oh, hey. Beehrst du uns auch mal wieder? Siehst echt Granate aus. Schick. Heißer Scheiß. Du siehst aus, als hätte deine Lumpen eine Leiche abgenommen und draufgekotzt. Hab ich recht? Clubausweis! Was ist das hier? Wir passen hier nicht nur auf, dass keiner durchdreht. Hier kommt keiner rein, der aussieht wie Ödler. Muss los! Du musst ihn unbedingt aus dem Weg gehen. Hey. Oh, kurz gucken. Du, verpiss dich! Erzähl mir nicht, dass du dasselbe trinkst wie ich! Oh, fuck, nein! Du hast dein ganzes Outfit kopiert! Jetzt ist Schluss damit! Zieh sofort die Klamotten aus und verbrenn sie auf! Eine gute Story hat das Spiel vorne und hinten nicht. Ich glaube, der erste Teil, der hatte so ein bisschen eine etwas bessere Story gehabt. Aber. Stehen bleiben, Arschgesicht! Hier geht's nicht durch! Ich suche die Bürgermeisterin von Wellspring. Du bist zur falschen Zeit am richtigen Ort. Bürgermeisterin Hager und ihr Personal sind nicht zu sprechen. Du musst warten. Alles gut, Team Hellfisch, alles gut. Gar nicht. Warum? Ist etwas passiert? Nein, und so wird es auch bleiben. Keiner kommt rein oder raus. Die Bürgermeisterin hat gerade größere Probleme als dich. Also, wie ich sagte, war das. Oha. Ich sollte da hoch. Gehen wir mal hoch. So Leute, wisst ihr Bescheid? Hättet ihr auch mich fragen können, ne? Beeindruckend. Kannst du auch eine Kugel fangen? Lusum Hager, Bürgermeisterin von Wellspring. Früher spielte sie mit Wingsticks, heute zusätzlich auch mit Pistolen. Sie ist entscheidend für Projekt Dagger. Frage kam doch vorhin. Wow, ganz ruhig. Ich bin echt? Hier wegen Projekt ich überlesen. Dagger. Von diesem Projekt wissen nur sehr wenige Personen. Und du bist keine von ihnen. Denke mal, ja. Du 10, denke schon. Müsst Alien mehr fragen, der kennt sich da ein bisschen besser wurde aus. Komplett ausgelöscht. Jen, du musst dir auch so vorstellen. Schwer zu erklären. Die Rangers oder die Walkers hier, ne? Walker, der ich gerade am Reden ist, ne? Der ist von einer Arche kommt der. Er ist stärker als ein normaler Mensch und sonst irgendetwas. Das ist Bescheid, das war im ersten Teil immer so schön. Also die ganzen Rangers, die sind stärker als normale Menschen. Die sind so die Übersoldaten, kann man sagen. Die gleiche. Sie haben deine Leute umgenietet und ich sie. Damals den ersten Teil übelst gesuchtet, ey. Du musst dir auch vorstellen, die Rangers selbst sind abgestürzt in diesen ganzen Drohnen oder Archen. Und da drinnen haben sie so gesehen, sind sie rausgekommen und in diesem Ödland und ja, seitdem an räumen sie hier auf. Sind das letzte Überbleibsel normaler Menschen eigentlich, wenn man es so sieht. Ein Kinderspiel. Der GF? Was? Biggie, ich hab's nicht auf STRG. Was du meinst, ist das hier? Das habe ich nicht auf STRG. Brech mir nur die Finger.
Warte, zeig ich dir. Oh ne. Hä? Warum? Ach so, wird gerade geladen. Okay. Du hast es echt drauf. Das muss ich zugeben. Hab meine komplette Steuer geändert. Weil mit STRG komme ich da einfach nicht hin. Das ist mir. Tut mir nur weh. Mit den Fingern. Du bist anders. Können wir jetzt reden? Ja, reden wir. Verrätst du mir, was hier läuft? Dagger sollte die Obrigkeit ein für alle Mal aufhalten. Aber als Vineland sich abkapselte, fiel der Plan in sich zusammen. Ich bin mehr als gewillt, das Projekt neu zu starten. Aber wie du siehst, gibt es dringendere Probleme. Das sehe ich. Wer sind diese Typen? Angeheuerter Abschaum. Die Goon Squad. Jämmerliche Banditen. Wer schickt sie? Nur ein Arschloch hat genug Eier, um so etwas zu Mod auf V, also bei Clay, mir. Clayton. Der reichste Wichser der Stadt. Er schielt schon länger nach dem Bürgermeisterposten, aber in letzter Zeit legt er sich ins Zeug. Er besticht die Funktionäre der Stadt, um Militärgerät an sich zu reißen. Darunter zentrale Teile für Dagger. Dann töte ich ihn und hole die Ausrüstung zurück. So funktioniert das nicht. Wir müssen vorsichtig sein. Zuerst alles klar, Teamhelfer. Ich wünsche dir was und eine gute Nacht. Außerdem müssen wir herausfinden, wo er die Ausrüstung lagert. Hast du einen Plan? Sein Ego ist so groß wie ein Ecopod. Ach, du meinst Overdrive mit V, ne? Ja, ja, der ist bei mir weit in der V. Sein Vertrauen gewinnen. Und dann kannst du die Wanze an seinen Computer anbringen. Damit kann ich all seine Daten herunterladen. Wer ihn unterstützt, wer die Goon Squad versorgt und wo er die gestohlene Ausrüstung lagert. Claire Clayton umgibt sich gerne mit den Reichen und Schönen. Sie lungern in seiner Sieger-Lounge herum. Wenn du einen Weg hineinfindest, dann schaffst du es auch, diese Wanze anzubringen. Gut, bin dran. Ausgezeichnet. Schnapp dir die Wanze, geh in Clecks Büro und bring sie an seinem Computer an. Machst du Bank mit? Klar. Ja, wir machen da mit schon. Gucken, nach wie viel Coins ich habe. Dann mache ich Bank gleich mit. 21. Sind wir dabei? Los geht's. Hä? Los. Aufzug runter? Ja. Komm, rette ihn! Jetzt geh nicht zum Licht. Boah, jetzt knallst mir Licht ins Auge rein. Hi. Spieler bist darum. Und das ist Claire Claytons Sieger-Lounge. Du bist kein Sieger, sondern vergiss es. Du kommst hier nicht rein, bist nicht wichtig genug. Lass mich rein, ich bin ein Ranger. Ist mir furz egal. Hier kommt nur rein, wer reich oder berühmt ist. Du bist nichts davon. Einer gewinnt du und du wirst erschossen. Meinst du, Jimmy? Klar, wenn du gewinnst, kommst du rein. Wie das geht? Gewinne im Mutant Bash TV und beim Chess Car Derby. Werde ein Champ. Kinderspiel für jemand Toughes wie dich, oder? Ist das alles? Jupp. Wenn du ein Champ bist, gehst du hier ein und aus und triffst den Meister persönlich. Es gibt keinen anderen Weg. Nicht für dich. Mach dir bei Mutanten Bash TV einen Namen und mach dir bei Just Derby einen Namen. Ja. Und bist du am Türsteher vorbeigekommen? Es gibt einen Weg hinein. Ich muss ein paar Mutanten im Fernsehen platt machen und ein Rennen gewinnen. Champion zu werden sollte kein Problem sein. Dann hoffen wir, dass du es drauf hast. Diese Shows verheizen Leute wie Brennholz. Hä? Okay. Ich hab gesagt, ich stech dir die Augen aus, wenn du nochmal über meine Hutmacher redest. Ja, wunderbar.
hier um Cyberdog-Corp. Ich passe gerade die Sichtstärke an für dieses Okularimplantat. Das erfordert höchste Akribie. Wir sprechen hier über Nanometer. Der Unterschied für den Träger ist gewaltig. Du bist ein Arkist der zweiten Generation. Du solltest nicht alles klar. Wer dachte noch? Wo komme ich dann in diesem Fernsehscheiß jetzt? Ich glaube, da hat ein bisschen zu viel gefeiert. Hier drüben. Interessiert an einem Söldnerjob? Jo, ich bin Slackhead. Ich leite den Großteil des Karawanenhandels in Wellspring. Ich hätte dann einen größeren Auftrag, der einiges an Feuerkraft verlangt. Die Goon Squad hat Stilltown im Osten besetzt und alle Einwohner umgelegt. Nicht schön. Die Karawanenführer suchen jemanden, der unseren Außenposten von diesen Freaks befreien kann. Dort hat sich eine kleine Armee von Goons eingenistet. Wir brauchen also jemanden mit Erfahrung. Adios. Wie geht's? Sie hat diesen Killer-Instinkt. Wo mache ich denn hier? Warte mal. Welcome. Befeuchtet den Rachen, schmeichelt der Zunge. Ja. Hast du Hunger? Ja, ja. Wir haben Gigator-Schwerten. Okay. Muss los. Oh, nein. Komm her. Du bist zu spät. Du da. Ach du Scheiße, Alter. Adios. Wo ist denn hier so ein Boom, Boom, Boom Rennen? Scheiß. Sichern, laden und nachladen. Ja. Na, warte mal, hier Boom ist normaler hey, hallo, was darf sein? Du willst wohl ein ordentliches Chaos anrichten. Und Waffen, wir wären mit ein paar Böllern und Mordkügelchen. Du bist genau am richtigen Ort. Piu, piu, piu. Kacheng. Munition gefällt. Cheng, babang, hast gerecht. Lang dein Gang. Mach so erstmal. Weil bleib am Leben. Wir nämlich dann noch eine Waffe haben, die wir auch noch machen können. Quatsch. Inventar, Projekte, Fahrzeuge. Waffen. Da. Jetzt meine ich. Rasches Nachladen. Könnte ich nämlich das hier machen. Okay, wo finde ich jetzt das Rennen? Ist es einfach draußen auf der Straße irgendwie? Was ist irgendeiner? Was ist das chemische Kompetenten? Nein. Sieht schick aus. Ja, danke. Fresh Meat. Was hier essen. Okay, das ist hier. Hier war ich nicht. Hier ist Medic. Oder was? Ich bin bereit zur Lieferung. Oh, nicht ganz. Gut, lass mich sehen. Ah, komm. Aktiviere Ruhemodus. Okay. Hier nicht irgendwie was anderes, Digi? Kann man hier nicht irgendwie... Das ist Clark Clayton's Sieger Lounge. Du bist kein Sieger, sondern ein Loser. Also yes! Muss doch wahrscheinlich hier sein. Chase, es gibt nichts Besseres als Rennen. Überall heißt es Mutenbash hier, Mutenbash da. Ja klar, aber das ist kein Sport. Das ist nur Töten zum Vergnügen. Aber Rennen... Rennen sind echter Sport, ein Sport für Könige. Rennen sind was für zivilisierte Menschen, für denkende Menschen, für edle Menschen. Wenn du meinst. Du solltest es versuchen, wirklich. Du solltest diese Pracht aus der Nähe erleben. Jemand wie du könnte dick ins Geschäft einsteigen. Sieh dich an. Schnelle Reflexe, fester Blick, grimmiges Auftreten. Perfekt für die edle Kunst des Rennens. Geh zu Chess Moraes an der Strecke. Er kümmert sich um alles. Denk darüber nach, du könntest ein Star sein. Eintrag öffnen. Rennen sind was für Zivilisten. Lalalala. Zur Karte. Gut. Und? Hast du schon die Renn-Action miterlebt? Du kannst dir nicht vorstellen, ja. Gut, dann gehen wir mal zum Rennen.
das hier? Ich weiß alles, was du willst. Hallo, ich freue mich auf zu neuen Ufern. Hi, was geht? Aktivierungssysteme. Ey, das kommt mir so übelst nach Mad Max vor. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Mad Max gespielt hatte. Ein Banditenposten. Sie scheinen Treibstoff zu bunkern. War kein bisschen anders da. Jagen sollte das die Gegend sicherer machen. Level 3 kriegen wir hin. Was alle nicht. Das war Nalo, oder? Labert noch ein, aber. Boah. Ah, ich dachte gerade, das wäre eine mega geile, fette Kiste. Aber ist nicht. Dann gehen wir mal hier hoch, vielleicht da oben. Ah, da ist er doch. Zerstöre alle Treibstoffbehälter. Ah. Drei von acht. Weiter geht's. Ja. Das ist auch so ein bisschen, weil es so bunt ist, ne? So ein bisschen Far Cry hat's auf jeden Fall auch, ja. Das New Dawn, meinst du? So ein bisschen davon hat's auch auf jeden Fall, ja, Mann. Benzinfässer, alles klar. Zwei gefunden. Datenpads 0 von 1. Okay. Sollen dann hier noch Benzinfässer sein? Blöd mal gefragt. Mülleimer. Was hast du? Vielleicht hier geht's irgendwie auf oder sowas. Hier was oben auf dem Dach. Ich bin aufgehender Stern des Himmels. Ja. Sehen wir dann, wenn ihr nächsten Samstag abkackt gegen Frankfurt. Was für Benzinfässer, Mann. Hier gab's nur zwei Stück. Das sind doch keine. Stoppschild haben wir hier.
Leben nehmen wir mit. Auch mitgenommen, komm. Rennet euch, diese Scheiße geht hier irgendwie auf. Nee. Keine Ahnung. Wie ich da hinkomme. Mal ehrlich, Mann, wie kommt man denn da hin? Zwei Stück gefunden, aber die müssten noch viel, viel mehr sein. Also irgendwie muss hier noch irgendwo ein Weg rein sein oder so weiter. So. Hier. Ja, auch noch. Da. Hahaha. Zwei Stück. Das verliert jetzt einfach gleich. Nicht. Okay. Tür ging auf. Wusste ich doch, dass das Ding irgendwie aufgehen tut. Immer noch welche irgendwo sein. Hi JT. Wow, JT, warst auch lange nicht mehr da. Wie geht's dir? So, hier haben wir zwei Kisten. So, Lagerkisten alle gefunden. Sechs von acht. Guck mal da. Nice. Geschafft. Der Treibstoff hat sich in Rauch aufgelöst. Datenpads. Es ist eine Schande, den Treibstoff zu vergeuden, aber die Alternative wäre noch schlimmer. Deswegen ist am Anfang ist immer alles schwer zu finden, weil man einfach nicht weiß, wie was aussehen tut. Jetzt gut, die Treibstofflager, die waren jetzt nicht so schwer zu erfahren, was ist, wie die aussehen. Haben wir ja rausgefunden. Jetzt wissen wir auch, dass die Türen so aufgehen. Nur Datenpads habe ich zum Beispiel noch keine Ahnung, wie die Scheiße aussieht. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir das ja, vielleicht auch nicht. Wir gucken mal hier rein. Ob hier irgendwie was ist. Nein, das kannst du. Ich weiß nicht, ob das groß, klein oder sonst was ist. Das ist mein Problem jetzt. Mein Datenpads hört sich irgendwie klein an, finde ich. Hat viel zu tun gehabt, ja. Ja, mir geht's sehr gut, ehrlich gesagt. Ich trage jetzt Brille.
keine Ahnung, ey. Geil, glaube ich, oder? Ist hier irgendwie auf? Nee. Ich wüsste jetzt echt nicht, wie sowas aussieht. Müsste ich irgendwann mal so durch Zufall finden. Ich höre hier doch jemanden noch meckern, Mann. Ist hier oben auf dem Dach? Hört sich irgendwie oben an. Oh, hier ist ein bisschen Leiter. Ach, irgendwas? Nee. Das ist die Dinger. Ah, hier. Ich finde, was da hier. Ich wüsste nicht, wie das Ding aussieht. Ich hab da auch keinen Bock drauf zu suchen. Mach einfach weiter. Ab zum Rennen. Aktivieren Systeme. Ich denke mal, Kovac ist so oder so weg, JB. Weil die haben eine richtig kack Saison gespielt, zu viele Rumgemeckereien. Denk mal nicht, dass die mit Kovac noch weitermachen werden. Viel zu viele Spieler haben sie einfach abgekackt. Was habe ich jetzt wieder Munition? Straßensperre beseitigt. Nichts Gutes auf dem Markt. Wenn ihr Mourinho euch holen würdet, dann lache ich euch komplett aus, ne? Weil das wäre zum Beispiel in meinen Augen ein richtiger Scheißtrainer. Straßensperre voraus. Ja, immer schön, dass dein Auto sich so verabschiedet. Datenpads. Hier finden wir die auf jeden Fall. Denke ich mal.
Jetzt haben wir das einmal hier den Dings hoch. Jetzt gucken wir mal nach dem Datenpad, wie das Ding aussieht. Das ist hier ein kleines Gebiet. Vielleicht finden wir das Ding ja hier. Mist. Datenbank sind klein, sehen aus wie ein Tablet. Alles klar, danke Jen. Ging schnell. Ging grad schnell. Aktiviere Systeme. Leite Standby-Modus ein. Ich muss beide hochgehen. Oder? Ja. Jetzt erledigt. Und abgeschlossen. Nice. Dein Ding kennt sich gar nicht aus, ja klar. Du nicht? Tust du mir leid. Ich meine, wenn du schon was Kleines in der Hose hast, dann solltest du dich damit wenigstens auskennen. Dankeschön, Chris. Dankeschön, Jen. Dankeschön, JB. Vielen Dank, Leute. Ist, ich glaube, Allergie bei mir. Ich bin auf der Rennstrecke beim Chess Car Derby. Sieh einfach zu, wie ich gewinne. Viel Glück, Walker. Wirst es brauchen. Deine Konkurrenten sind alles Psychopathen. Machte bei Monopoly Bash einen Namen. Machte bei Chess Car Derby einen Namen. Okay, und jetzt? Geh durch oder was? Hans? Seht mal, was die High Society Hans? Du willst deinen Arsch für Chess im Rennen aufs Spiel setzen? Sag, dass es wahr ist. Division, wenn sag, der Raid rauskommt, werde ich es auf jeden Fall zocken. Hi, BMW Racer. Um es richtig krachen zu lassen. Nach dir, du Rakete. Adios. Heizen, Baby. Ich sehe, du hast das Zeug zum Heizen. Das Benzin kocht über in deinem Blut. Du hast alles, was es. Da heißt jetzt zwar Chess, aber das sieht aus wie Hans, oder? So ein bisschen mit den Gummistiefeln. Statt eine Laute hat er halt eine Keule in der Hand. Ihn nun mit deinem Blut. In deiner Zukunftsversion. Dann rast du wie eine Rakete bis ganz an die Spitze und lachst dann von dort oben auf uns ab. Ah, sehr hässliche Beine, Alter. Wann fange ich an? Kritzelkratzel, da sind deine drei Kreuze. Jetzt kann's losgehen. Ja, oh. Yeah, also, du fängst an. Wofür die noch Bürokratie haben? Mit dem Schrotteimer. Zeig, was du kannst mit der Trödelschnecke. Und dann kletterst du. Dominik, irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Kerl zwar so aus, als ob er es nicht geschafft hat, aber er hat es, glaube ich, geschafft. Bereit, wenn du verstehst. Du es bist, hm? Auf, ich bin ein Mann, der für eine schamlose Kick gib dir auf und spar dir Schmach von den Tränen.
Ja, okay. Irgendwas platt gefahren. Miss Lady. Jen, bist du das? Was für Musik. Was eine Musik, ey. Was eine lange Runde ist das bitte schon? Runde 2. Oh oh. Verdammt. Nein, nicht überschlagen. Komm, schnell aufholen. Gut, dass wir ein paar Autorennspieler davor gespielt hatten. Was eine Musik! Macht ihr einen Namen bei dem Rennen? Habe ich hier, glaube ich, jetzt gemacht, wenn wir Erster werden. Erstes Rennen gleich gewonnen. Wer macht denn 789? Das war viel Sinn, was wir machen. Ma, na, 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 na. Fahrzeug-Upgrade. Das Stern wurde im Fahrzeug ver... Ja, okay. Da hat jemand heute den großen Fang gemacht. Missionsziel abgeschlossen. Macht ihr beim Just Dirt Derby Einnahmen. Gut. Jetzt sollte ich bei Mutant Bash TV ein paar Mutanten aufmischen. Ich weiß, es ist anstrengend. Aber Wellspring dankt dir für all deine Mühe. Das macht mir gar nichts aus. Hauptsache, es läuft wie geplant. Du wirst es nicht bereuen. Wieder weg. Antivirensysteme. So, jetzt soll ich bei Nuken, hast du nicht gesehen, kann ich mich eigentlich hier porten? So blöd es gerade klingt. Wellspring Handelsposten, Schnellreise. Oder? Gas haben wir ja schon fertig. Da fehlt ja was. Kann ich auch keine Schnellreise machen? Kann ich hier eine machen? Ja, auch nicht. Ach, hier nur eine. Schnellreisen gehen. Ja! Glaub mal, wenn ich morgen das so ein bisschen ballern werde, das Game, würde ich so ein bisschen schlauer sein, so... Kennt es wahrscheinlich selber, wenn man so ein Spiel spielt, erstmal die ersten zwei Tage, denkt man so, yo, was geht hier ab? Rustus Autoparts. Händler, Autoteiler, Autohändler verkaufen, Autohändler.
Gatling-Autokanonengeschoss. Oh, hallo. Hab dich nicht bemerkt. Dabei habe ich direkt zu dir gesehen. Ich habe nachgedacht über ein neues Einspritzsystem. Ich probiere schon einige Tage daran. Ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Dann wird es wie ein Mechaniker mit einem Arsch. Stimmt, du bist doch hier. Wolltest du etwas? Gerade? Noch da? Oh. Auto aufgerüstet. Fahrzeug. Warte mal, halt. Die Tante. Hier, oder? Ja? So. Denn da vielleicht? Nee, Quatsch. Projekte. Bei dem hier Eingabeprojekte ansehen. Munitionstasche, du kannst von jeder Sorte. Was ist hier? Du kannst, okay. Waffenjungle verdoppelt das Tempo beim Wechseln. Nee. Waffenjungle um 30% erhöht. Kaufen. Fahrzeuge. Das ist unser neues Fahrzeug. Für 10 Rufen. Und hier. Das kann man gar nicht upgraden. Hier erstmal upgraden, so. Gatling Gang Sammer, Druckwelle. Okay. Lenkraketen. Oh. Schleudersitz. Deutsch. Oh. Hm? Nicht genug Ressourcen. Verstecktes Chassis. Gut. Jetzt muss ich irgendwie in dem Fernseher die nächste Mission da starten. Oh, wie schnell er jetzt rennt hier. Kann ich mitmachen? Oh. Mich da mit dir schwätzen wieder? Und? Hast du schon die Renn-Action miterlebt? Du kannst dir nicht vorstellen, wie geil ich halte meine Augen für dich. Selbst schon bei der Strecke. Vielleicht trete ich auch mal an. Krasses Ding. Mal sehen, ob du auf den vorderen Rest... Muss los. Hoho! Aber hast du vielleicht... Du hast nicht zum Beispiel, ne? Weiß einer, wo man das andere machen tut? Und hast du schon die Renn-Action miterlebt? Du kannst dir nicht vorstellen, wie nur Rennen hier, geil ne? das ist. War selbst schon bei der Strecke. Vielleicht trete ich auch mal an. Krasses Ding. Mal sehen, ob du auf den vorderen Plätzen landest. Okay. Wo ist denn hier jetzt die Reihe der vorbei? Sieger-Lounge. Du bist kein Sieger, sondern ein Loser. Also verpiss dich. Ja, gibt dir auch nicht. Ja sein können, ne? Okay, wir suchen jetzt irgendwie, wo die Klopperei ist. Mutantenscheiße. Wie muss ich denn da am besten schützen? Oh hier, was ist das hier? Findet immer das Richtige für euch. Hashtag Massaker. Hashtag zerhacken. Hashtag würfeln und vierteilen. Hört zu, ihr Killer. Hashtag Abenteurer und schießwütigen Kids aller Altersstufen. Bloody Marys Metzgerei und Schlachtbank bezahlen euch beste Preise. Wer hat ein Verbrechen zu melden? Du? Sheriff? Ja. Hier drüben bei Bloody Mary ab und holt euch eure Bezahlung. Oh mein Gott, Allah, wie hässlich. Kann er mich hier mal abholen? Das Augen. Was? Wie das aussieht, ey. Mal kurz
aufmachen. Die Tante hier mal, warte mal, hier Lok. Hier, Missionen. Stromausfall, Ödland, Berühmtheit, Bodenaktivitäten, aktiv, Projekt Danger, Kult des Totengottes, Stromausfall. Macht ihr beim Chester Derby einen Namen? Kult des Toten und Eintreffen von German Benedikt Hilfe. Da, Eltern, Berühmtheiten, Ziele. Macht ihr beim Mutanten Bash TV einen Namen? Was ist das? Gehen wir einfach dahin. Kann ich hier eine Schnellreise machen? Ja. Ja, eine Schnellreise und gehen dahin. Das Geile ist, der Präsident, der DFL-Präsident, ja. Geht nicht zum Bayern-Spiel, ne, Leute? Der eigentlich immer die Schale überreichen tut, geht mit der Schale zum Dortmund-Spiel. Ich meine, gut, der ist auch Dortmunder, ne? Das ist ja auch der Präsident von Dortmund. Was wackelt denn das jetzt so hier? Ich glaube, jetzt wird hier Party sein. Ich betrete jetzt die Arena vom Mutant Bash TV. Schalte den Fernseher ein, denn gleich werden ein paar Mutantenschädel zertrümmert. Ich weiß, dass du drauf hast, aber das erinnert mich übelst an Mad Max, Mann. Geiler Kopf. Oh mein Gott, hat die Hänge. Baba. Oh, meine Freunde, seht her, was für ein Schlingel die Stadt heute Abend für uns ausspricht. Denk, Frankfurt verliert gegen Bayern, weil in letzter Zeit spielt Frankfurt einen Scheiß zusammen. Liebling, willst du dich uns anschließen? Willst du? Was ist das? Hat es dich etwa vor den dunklen Gassen der Stadt in dieses Boudoir der Lust verschlagen, um bei unseren Spielchen zu machen? Der Hunger glänzt in deinen Augen. Was ist das, ey? Sag, gib doch mal den Kerl an. Desdemonia, sag mir, ist es der Hunger nach den Verlockungen des Fleisches, die ich dir darbiete? Hm? Der Durst vielleicht? Nach dem Rötesten? Oh ja, aller Weile. Was zum Geier? Oder vielleicht der unstillbare Durst des wahren Kenners? Die Lust am Töten? Da hast du es. Das Versprechen von Größe. Erlaube uns, deine Mordlust zu stillen, Liebchen. Und unterzeichne hier auf der Linie. Und jetzt, du junges Blut, beginnt deine Reise zum Weltruhm. Töte! Töte für Desdemonia! Muss aufbrechen.
Killer, was suchst du? Was Abgefahrenes? Dizzy Deluxe beschafft dir alles. Bring mir deine totales Gemetzel. Eine Ehre. Nein, ich schweige nicht, ich lach mich gerade kaputt. Was zum... Was ist das für... Sorry, aber... Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Was ist das? Der gibt immer, der Vögel, glaube ich, seine Handeln, ja? Und der... Okay, weg hier. Einfach nur weg hier. Wenigstens eine Frau. Oh. Oh mein Gott. Ach, von Mad Max sind es dieselben Entwickler, oder was? Okay. Stefan, schau mal, wir sind im Stream. Ja. Wer von... Stefan JB, ich sag aber nicht, wer ist. Ihr dürft erraten. Moment mal, was hast denn du da? Genau so wie der hier würde ich auch nur denken. Oh mein Gott. Was macht der hier? Der betet. Der putzt. Die putzt. Oh mein Gott. Wir gehen mal weiter. Blutet auf dem roten Teppich. Aggressiver Kill. Eine neue Welle schleimiger Kreaturen im Anmarsch. Och, nicht viel. Thank you.
Das war's? Ernsthaft? Ah, okay, es geht weiter. Ah, den hat 2 von 4. Okay, cool, cool, cool. Warum bin ich schlecht? Okay. Ja. Gartenparty des Todes, Leute. Überlebt das hier? Was ist das hier? Spiel, Leute. Autsch. Das haben wir getan. Autsch. Chris ist ein sehr aggressiver Mensch geworden in letzter Zeit. Ist mir mal aufgefallen. Noch einer. Aftershow-Überfall, okay. Cool. Vorsicht, Talent ist nur der Anfang.
Wow, was hat er getan? Ja, lad fünfmal nach. Bäm, 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 bäm. Was da oben geknallt. Bam, bam, bam. Gönnt aber einer mit der Bank. Schafft. So, aufgeräumt. Nein, Okay, das war's. Hol den Buch. Da geht's mit dem Töten. Also los. Aha, okay. Ja. Cool. Nun, so viel dazu. So. Das war der Fame, Leute. So schnell geht's. Oscar gewonnen und Oscar wieder abgegeben. Das chill ich hier oder was? Nicht hier lang. Das war's, oder? Interessante Gegenstände. Keine. Ich glaube, das war's. Lock. Betritt die Sieger-Lounge. Haben wir doch. Oder? Haben wir. Oder? Geh mal zu der Tante. Ach, Schätzchen. Du wurdest geboren, um zu töten. Los, töte für Desdemonia. Okay. Gut. Ab da oben hin. Nein, Quatsch. Schnellreise wollte ich eigentlich machen. Nein. Was ist das nicht? War denn die Schnellreise jetzt? Hierhin? Das ist doch Wellspring. Warum kann ich da jetzt keine Schnellreise mehr machen? Ja, ich gehe mal vielleicht in meinem Auto rein, vielleicht dann. Ne, Quatsch, hier nicht. Oh. Bim, 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 bim. Hi. Ah, ne. Ne, du.
wieder hoch. Ups. Hier war's, genau. Jetzt. Ziel erreicht. Komplett ist wieder Lounge. Hey, es ist der Champ. Ich habe ihn in der Show gesehen. Ich bin wegen Clack Clayton hier. Willkommen im Club, Sieger. Oh, wie schnell das hier geht. Was hat denn der da für ein Ganzkörperkondom an? Panther. Was klasse, Jim. Hey, Jim. Toller Stil. Siehst gut aus, Killer. Los jetzt, Blondie. Die Bar ist da drüben. Kein Kommentar. Alter. Ist sie schwanger? Hey. Hey, hört mal alle zu. Ich habe eine richtig Spiel. Große, gewaltige Überraschung für euch alle. Seht alle her, meine Damen und Kerle. Das ist er. Der berüchtigte Ödland-Tycoon Clack Clayton. 35. So egoman, dass er Leute foltert, nur um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich, der große Clack Clayton, präsentiere euch voller Stolz den Ranger... Kann verlosen sein, muss ich mal sagen. Ja, ja, ja. Gangster Lava, hallo! Was für ein Geier. Oh, meine neueste goldene Gans. Mit mir an deiner Seite sind deine Möglichkeiten unbegrenzt. Du willst hoch hinaus, du willst ein Star sein. Der alte Onkel Claggy Clayton kümmert sich darum. Ich enttäusche dich nicht. Ich will groß rauskommen. Daran besteht kein Zweifel. Jeder hat eine Aufgabe in dieser Welt. Und deine besteht darin, verdammt nochmal am besten zu sein. Also, was meinst du? Sollen wir uns mal ungestört unterhalten? Ich Nein. biete dir vielleicht gerade den Deal deines Lebens an. Nein, Mann. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass alle Schalter in diesem Spiel gleich sind? Ob Aufzug oder normal, man hat immer denselben Schalter hier. Ich selbst brauche Siehe hier. Wohl nicht vorzustellen. Sicher hast du gehört, wie ich das Erbe meines Vaters in ein Imperium verwandelt habe. Jeder kennt die Geschichte des unwiderstehlichen... Dann Ventilator auf seiner Schulter? Vom okay, Weisen cool. ...zum extravaganten Multimilliardär Das wurde. Ist doch mal eine geile Warum Idee, oder, Leute? Hier, weiß ich doch. Jeder will die Bude des reichsten und großen... Ein kleiner Ventilator auf der Schulter. Im Sommer, ne? Ah, kann man lassen, oder? Da wären wir. Bye. Willkommen im Allerheiligsten dieser mächtigen Stadt. Dies ist das Multiwatt-Nervenzentrum des Clack-Imperiums. Mein Büro, das Cockpit, von dem aus ich meine riesigen Besitztümer verwalte. Ich bin schon der reichste Mann der Stadt. Doch bald habe ich auch absolute, gigantische Macht. Wenn diese verdammte Schrulle, diese Lusum Hager, mir endlich das Bürgermeisteramt überlässt, wird hier alles besser.
Darauf kannst du einen lassen. So, reicht so sein Genüge. Nee. Voll am Clown hier. So, oder? Ich will dir von meinem Vater erzählen. Mein Vater war ein großartiger Mann. Alle sagen, dass er toll war. Gut. Er hat die Basis für Wellspring geschaffen. Aber ihm fehlte die Vorstellungskraft, Macht und Wirtschaft zu verstehen. Mensch, er war Bürgermeister, hatte aber nicht viel Geld. Mir fehlt es nicht an Vorstellungskraft, wie ich immer wieder höre. Ich werde der mächtigste Mann im Ödland sein. Was gibt es denn so Dinges? Richtig, ja. Einen Augenblick. Oh, Killer Dilla Walker, ich muss da leider rangehen. Mach's dir doch bequem. Trink was. Gönn dir einen Sanchette-Augapfel. Die sind echt lecker. Was für ein Ding? Sanchette-Augapfel? Oh ja, ich meine, nein! Ich wollte nicht... Hören Sie zu! Die Wanze ist angebracht. Ich weiß, sie überträgt bereits. Gut gemacht. Jetzt verschwinde von dort. Easy Auftrag, oder Leute? Oh, Killer Dilla Walker. Noch eine Sache. Wie geht es eigentlich der alten Lucem? Oh. Überrascht? Hab es gerade erfahren. Claire Clayton entgeht nichts. Da kannst du drauf wetten. Meine Spione und Agenten sind fleißige Bienchen. Erwischt worden. Rund um die Uhr, 8 Tage die Woche. Da hat Claire dich wohl erwischt. Bist doch nur ein Loser. Und weil du gleich ins Gras beißen wirst, werde ich dir ein Geheimnis verraten. Ich habe alles von langer Hand geplant, weißt du? Ich habe nämlich die stärkste Macht des Ödlands auf meiner Seite. Wer das sein soll? Die Obrigkeit! General Cross und ich sind ziemlich beste Kumpels. Sobald die hier übernehmen, Junge, die Möglichkeiten sind unbegrenzt! Und alles dank meines begnadeten Verhandlungsgeschicks. Ich bin nun mal einfach der Beste. Und du bist nur eine dumme kleine Marionette von... Bei Clayton muss ich an Tarzan denken. Also dann, mach's gut, Lucem Loser. Ciao, ciao! Woo! Ja, schon wieder. Moment mal. Ich hab dich schon mal gekillt. Töte Jumbo. Ah, ne, Jumbo. Der hatte... Wow! Direkt unter Wellspring. Bin durch den Aufzugsschacht in eine Art Mördergrube gefallen, aber wichtiger ist, dass Clack mit General Cross unter einer Decke steckt. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Ich sende ein Einsatzteam zu Clack. Er wird reden. So oder so. Over und out. Gibt euch mal die Frau hier. Macht ja doch nix. Oh ja. Vor kurzem konntest du hier noch putzen, ne? Kann ich eigentlich. Nee.
tut ein Jumbo auch weh? Ja, ja, den tut alles weh. Ja, der arme Jumbo. Der böse, böse arme Jumbo. Ne? Oh. Meinen Arsch schießen hier. Vollgas hier. Ich dachte eben gerade, das wäre was. Sprengstoff mitnehmen. Kann ja nicht schaden. Nochmal ein bisschen Sprengstoff mitnehmen. Dann hier. Keine Ahnung, was ist das? Eine Grafikkarte? Ja. Neueste RTX 3080 47X. Warum ist alles pink? Frage ich mich auch, Mann. Ich frage mich so einiges, warum hier das ist. Hauptsache Geheimgang gefunden und so nebenbei. Ich dachte, das wäre wieder auch ein Gegner hier, ne? Halt, schauen, was hier drin ist. Nichts. Jetzt habe ich auch so in dieses V gedrückt. Ah. Scheiße. Gefunden. Ein Predator von der Obrigkeit. Da ist er. Der Predator-Panzer für Projekt Dagger. Wenn wir ihn zum Laufen bringen, können wir loslegen. Alleine die Vorstellung, dass er die ganze Zeit hier war. Die Farben sind, ich glaube, das ist einfach nur, dass man weiß, ja, ne? Das ist eine grelle Farbe, da musst du was benutzen. Das ist so meine Vermutung einfach nur. Weil hier halt sehr viel hier so chaosmäßig ist. Und da hebt einfach Lila vom Film ab. Ansonsten gar keine Ahnung, ey, jetzt mal ehrlich. Da geht's nach oben. Treff halt nicht. Jetzt. Boah. Bisschen aufgeräumt. Minimal, aber auch nur. Minimal aufgeräumt hier. Ich glaube, die haben einen anderen Fetisch. Wenn ihr versteht. Ich glaube, die haben einen etwas anderen Fetisch, Mann. Pink ist das neue Schwarz, Leute. Der ja, zur LSD.
Vielleicht haben die Leute zu viele Pilze gefressen. Verbinde mich mit ihrer Frequenz, damit ich auf dem Laufenden bin. Okay. Er ist in seinem Gyrokopter abgehauen. Ich hätte mich selbst drum kümmern sollen. Wo will er hin? Vermutlich will er sich unter dem Rock seines Herrchens verstecken. Aber wir haben den Predator. Mit Dagger sieht es gut aus. Komm in mein Büro, dann reden wir. Gut, komm in mein Büro, damit mache ich jetzt aber auch aus. Leute, 2 Uhr, kurz vor 2 Uhr, morgen Frühschicht. Nein, Quatsch, morgen Spätschicht, aber ihr wisst Bescheid, ich muss auch pennen, so wie ihr. Leute, danke fürs Zusehen nochmal. Und auch mega fetten Dank für die geile Bewertung von meinem Video von heute. Auch an die Leute, die, falls da irgendwie mal heute auch einer reingeschaltet hat oder noch da ist, danke fürs Abonnieren. Auch so, danke fürs Abonnieren in diesem Stream. Danke auch für die ganzen Beiträge, wie immer. Leute, es hat echt Spaß gemacht. Ist mal ein etwas anderes Spiel. Ein bisschen Rumrennerei, bisschen, ja, Abwechslung hat, Ragen. Hart gesehen ist das Spiel cool. Ich werde es auf jeden Fall weiter streamen. Aber wenn ich jetzt so überlege, hätte ich doch lieber das Rattenspiel vorher gespielt als das Rage hier. Aber sei es drum, morgen werde ich es wieder ragen. und dann am Ende gibt es dann wieder ein Rage Quit, ja. Und das Rattenspiel, also A Plague Tale, glaube ich, heißt es. Das werde ich dann, wenn ich das Game hier durchgeballert habe, ballern. Damit ihr Bescheid wisst. So, in diesem Sinne euch allen eine gute Nacht. Nochmals danke für die Likes, danke fürs Abonnieren. Und danke auch für die Hilfe. Ich wünsche euch was. Gute Nacht. Ciao.